Hallo, ihr Überhitzten da draußen, willkommen zurück zu Elden Ring. Es geht weiter im Haus Vulkan, beziehungsweise... Oh, Alter. Auf Mount Gelmir. Was ist das denn? Oh. Kriegst du Bloodborne-Flashbacks mit den alten Sekten, die da immer irgendwo in Stühlen saßen und auf uns geballert haben oder so. Aber echt arme Gestalten hier. Trotz allem haben die nichts Besseres zu tun, als uns anzugreifen, wenn wir da reinkommen. Ihr seid cool. Brain Fluid. Tasty Brain Fluid. Die Albinaurix, die sind also hier eingesperrt, ja. Für mich beschissenes Schicksal, wenn ihr mich fragt. Okay. Nix mehr hier. Blänkchen. Ich hasse Gegner, die immer zurückweichen und ich bin eh schon so langsam. Das ist die andere Tür. Oh, das ist die mit der Leiter. Ja, das muss die mit der Leiter sein, die von innen nur aufgehen. Genau. Cool, damit haben wir jetzt schon zwei Türen, die von innen aufgehen, geöffnet. Finde ich total wichtig, dass wir das machen, weil dann bin ich... Okay, ich dachte, der lebt noch. Da bin ich nicht immer mit Gedanken dabei und denke mir, ich habe irgendwas übersehen. Oder vergessen. Cool. Ist hier etwa noch ein Boss? Sag mal. Schlotz hier. Ein Großbolzen. Ich werde immer die Handballiste nutzen, ich finde die echt total lustig, aber ich habe leider nicht so eine hohe Belastungsgrenze hier. Ja, die Gefäßkanone, die ist so super. Wie so eine kleine Bazooka mit Sprengbolzen auch noch, geil. Ja, das war's. Aber warum kann ich mich hier an die... Da kann ich runterspringen, ich weiß es, aber... Ich weiß ja, was dort bei dem Strom wartet, nämlich gar nichts. Auch nichts. Wo ist dein NPC hier? Da unten. Ja, jetzt brauche ich theoretisch nur noch... bei diesem Tempel hier den Aufzug, dann habe ich alles gefunden. Hoffe ich. Warum kann ich mich jetzt hier ransetzen? Ich raff's nicht, da ist doch gar nichts. Dass ich den Lavastrom hier weiter erkunden kann, oder was? Da, warum ist hier wieder so ein Anrufungssymbol für keinen Boss? Wie gesagt, hier komme ich her. Da geht's nur raus. Der Lavastrom. Hier ist die Tür, die ich von innen geöffnet habe. Mit dem Aufzug. Oder mit der Leiter. Auf den Gebäuden liegt noch ein bisschen was. Aber das war's dann wirklich, oder? Komme ich eigentlich auf die Gebäude? Mal gucken. Hier war eigentlich noch ein Raum, in den ich hätte reinspringen können von oben.
Ja, du hast was fallen lassen. Ah. Hier. Da. Wie gesagt, für 20.000 ist mir das ein bisschen zu gefährlich. Oben irgendwo runter vielleicht? Nee. Suchen wir es mal. Ja. Oh nein! Wie es halt genau nicht gereicht hat. Scheiße. Ah. Habe ich mein... Nee. Habe ich die... Ich habe die noch, die Seelen, ne? Ja. Ist aber auf jeden Fall machbar, der Sprung, würde ich sagen. Mach mal Platz hier. Barr. Versuch's jetzt nochmal. Die zwitschern so ein bisschen, wenn sie sterben. Weiter. Piep, 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 piep. Immer noch. Ja. Peter? Hab's gewusst, hier ist noch was. Alle Brinaurig-Stab und die Maske. Maske. Ja. Noch einmal Töter Großball. Oh, ein Albinaurig-Stab ist auch wieder ein Wunderwirker. Oder Schimmerstein-Stab. Ein kurzer Stab mit blauem Schimmerstein, wie ihn vor langer Zeit die Albinaurigs führten. Die Albinaurigs hegen ein Geheimnis. Sie wirken Zaubereien mit Hilfe ihrer angeborenen Arkanenergie. Er hat Arkanenergie, okay. Eine Maske gefertigt aus dem rohen Balk eines jungen Albinaurig. Aha. Also, den Kopf abgeschnitten und ausgehöhlt. Erhöht eure Arkanenergie, verringert aber die HP-Regeneration einer Flasche mit Purpurtränen. Diese Maske ist zwar kein Götterskalp, aber dennoch das Produkt unaussprechlicher Niedertracht. Wer macht denn sowas? Ist ja echt fies. Ah, das war dieser Balkon. Ey, wer hackt denn so einem jungen armen Vieh den Kopf ab, hüllt ihn aus und trägt ihn dann als Maske? Da fällt mir nur Leatherface ein. Meine Fresse, was ist denn hier los mit den Leuten? Also komme ich auch nicht auf die Dächer. Ja. Ah, ich will aber noch wissen, wie ich an den doofen Aufzug rankomme, ne? Wahrscheinlich, wenn ich hier runtergehe mit dem... Geht das vielleicht? Kann ich die Plattform wieder runterlassen? Ich meine, ich brauche sie ja nicht mehr, ne? Dieser NPC, ich will wissen, wer der NPC ist. Egal, wir gehen erst mal hier rüber. Zum Tempel. Alles verrückt hier. Alles Verrückte. Da kann ich da einfach runterspringen. So hoch wahrscheinlich zum Aufzug, oder? So hoch. Ich glaube auch, der geht nach oben.
Übrigens nicht nach unten. Nur was noch um den Turm herum? Ne. Ja, das muss definitiv nach oben gehen. Vielleicht gibt's ja. Vielleicht habe ich ja oben was übersehen. Warte mal. Hier? Nee. Naja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was die Herrscherin zu sagen hat hierzu. Wahrscheinlich sagt sie gar nichts, aber die junge Frau wird uns was sagen, die junge Schlange. Ach, guck mal, da geht's ja auch noch. Ach, jetzt? Natürlich, so macht das Sinn. Bam! So macht das doch Sinn, dass hier noch was ist. Mal Platz. Voll krass, dieser Vulkan. Tanz auf dem Vulkan jetzt noch hier, hä? Alter, man kommt da wirklich auf die Spitze noch vielleicht. So, komm, dass es spannend bleibt, noch ein Magma-Lindwurm, hä? Oh, oder so einer. Oh, what? Bomb. Auch nicht. Nicht hier, komm. Das ist scheiße. Es ist sogar super gefährlich, die hier zu bekämpfen. Wow. Sieht aber auch geil aus. Und du? Ach hier. Oha. Jetzt schon wieder gelandet. Was ist denn für ein Speer? Kann ich den haben, bitte? Nee. Oh nee. Oh, ja. Komm, hol's mir. Stimmt, ein Steinschwertschlüssel oder sowas. Nee, Purpurtränen Skarabäus. Habe ich ja schon einen. Ein roter Skarabäus, der direkt über den Kopf getragen wird. Diese Skarabäen rollen Purpurtränen zu Kugeln zusammen. Verstärkt leicht die Regeneration einer Flasche mit Purpurtränen, erhöht aber den erlittenen Schaden. Und warum sollte ich es also nutzen? Wenn das negativ mal wieder ist, dieser Skarabäus, ich weiß nicht. Die sind alle irgendwie sehr negativ, diese Skarabäen. Die man auf den Kopf ziehen kann. Okay, dann halt nochmal hoch. Da unten noch alles. Erstmal runter, bevor ich da oben weitermache. Aua. Aha. Blar, blar. Oh, man kann auch wieder hoch. Er ist ja gut. Splat, die Wand eingegisst.
Okay. Anbruch des Missionars Nummer 6. Aber immer noch kein Aufzug hier. Heiligsichere Trockenleber. Okay. Aber bis jetzt hat noch nicht wirklich irgendwas großartig heiligen Schaden verursacht an uns. Oder? Ja gut, doch, die Erdenbaumwächter da, die machen, glaube ich, heiligen Schaden. Diese goldenen Geschosse. Es ist so krank, diese optionalen Gebiete, wie riesig die im Endeffekt dann immer sind, oder? Das geht so lang und das sind mehrere Parts jedes Mal, die das füllt. Ah, ich habe den Aufzug gefunden, glaube ich. Voll gut. Und da war noch mal was. Ja, das ist er. Das ist er. War schlau. Das war sehr schlau. Aber hey, ich habe den Aufzug. Alles, was zählt, ne? Richtig. Der dümmste Tod ever. Ich dachte, das ist genau an der Wand, versteht er? Naja. So. Schade, dass man die Kamera nicht so weit hochdrehen kann, dass man sieht, wo das war jetzt. Da. Okay. Wow, da oben geht so Riot wieder. Ah. Sag mal, noch mehr optionales Zeug, es ist so unglaublich. Wie gesagt, du gehst dir einen kleinen Weg und zack, bist du wieder komplett woanders. Oh. Ey. Sind die das, die platzen? Oh ja, die platzen. Die Spatzen. Wäre ich hier rausgekommen? Ah, okay, ja. Ja, gut. Gut, dass wir es geklärt haben. Ich glaube, so langsam kommen wir an den Kern der Sache. Mehr wird es dann wohl nicht mehr geben. Jetzt haben wir den Aufzug. Oh. Du Arsch. Boah, die ganzen Leichen hier wieder. Quatsch. Guck mal, da schwimmt die Schwimme der Lava. Oh nein, da liegt noch was. Ihr scheint das jetzt zu mögen, hä? Huh? Fällt denen wahrscheinlich auch noch diese Hitze. Ach, da. Ich dachte, ich höre es hier die ganze Zeit wieder klingeln.
Ha, da drüben steht die Maid. Das ist auf dem Drachenkopf. Können hier eigentlich Bäume wachsen? Die müssten auch in Flammen aufgehen sofort. Ich glaube, wenn es hier regnet, das verdampft doch alles, bevor es den Boden berührt. Naja. Ja, ich wollte gerade wegrollen, aber es ging irgendwie nicht. Oh. Bürgerstirnband. Gucken wir das mal an. Ein Stirnband zur Befestigung eines Tuches. Standardkopfbedeckung der einfachen Leute im Zwischenland. Allerdings gibt es heute keine einfachen Leute mehr, die noch bei Verstand sind. Ach, schön. Schön, schön, schön. Alles schön hier. Die ganze Leichenmatsch, auf dem ich rumlaufe, da ist super schön. Ich glaube, so bald sind wir doch noch nicht fertig. Guck mal, jetzt sind wir wieder im ursprünglichen Gebäude, Haus Vulkan. Bitte rollen. Wolltest du etwa blocken? Was haben sie hier? Schlangenmenschenasche. Latsch. Die Kukri sind so langsam. Braucht FP. Das finde ich auch eine Frechheit beim Wurfmesser werfen. Du denn für den Riesenkopf? Aha. Weil. Irgendjemand hat in den Kommentaren mal geschrieben vor einer langen Zeit, es gibt auch Türen mit drei Schlössern. Habe ich jetzt so noch gar nicht gesehen. Soll ich jetzt über die Käfige hüpfen oder was? Nee, komm erstmal nicht. Auch wenn ich Spaß an sowas habe und es verführerisch ist, aber ich will erstmal gucken, was hier noch ist. Was kannst du? Was machst du? Alter. Was bist du? Einfach so einen riesigen Kopf auf dem Kopf gehabt. Also einen riesigen Mond. Ein Portal. Ach Mann, nee, das will ich jetzt auch nicht. Dann komme ich wieder nicht weg. Da wo es hingeht. Okay. Mache ich das halt. Aber auch hier gab es leider wieder nichts zum Hinsetzen. Noch krasser wäre, wenn die Käfige jetzt einfach runterstürzen nach einer Zeit. Och ja. Und jetzt? Die ganze Zeit klatschen hier.
Ah, noch ein Fluch. Ja, jetzt weiß ich aber nicht, wie ich da oben wieder hinkommen soll. Ist das jetzt bald mal hier das Haupthaus wieder im Vulkan? Mut der Königsritter. Hier. Mut der Königsritter, ein Talent der Ritter, die einst dem Eldenfürsten dienten. Haltet die Waffe vor euer Gesicht und sammelt eure Entschlossenheit, um euren nächsten Angriff deutlich zu verstärken. Ja toll, für einen Angriff. Nicht gerade... Nicht so das Optimum, ne? Für einen. Oh, ich bin wieder im Haupthaus. Leute, Leute, Leute. Was für eine Reise war das denn jetzt hier? Hat die Schnauze, Patches. Das ist also das Geheimnis des Hauses Vulkan, hä? Richtig mies, was die alles in den Eingeweiden noch... Was da noch hier abgeht. Ah, und jetzt bin ich hier bei der Entführer, Maid, alles klar. Au. Na, Panic Roll zu früh. Alter, mach noch mehr Schaden bitte, ne? Schluss. Schluss mit Schlussdich. Dunkelschmiedestand 7. Oha. Alles schon sehr, sehr hochwertig hier. Ja, aber ich bin, wie gesagt, leider immer noch nicht fertig, Leute. Gibt noch ein bisschen was zu tun hier. Ich muss nämlich noch durch das Portal und unbedingt wissen, wie ich an dieses Item rankomme, da diesen violetten... Ich gehe jetzt mal durchs Portal, mal sehen, wo ich hinkomme. Ach, der ist schon unten. So. Hört auch nicht auf, ne? Ey. Der hört doch nicht auf. Ey, diese Waffe macht echt viel üblen Schaden. Diese dumme Peitsche. Wenn man so schlau wie ich ist und reinrennt. Ey, ey, ey. Genau. Lass mich mal. Was machst du hier mit deinem blöden Kopf die ganze Zeit? Hör mal auf. Oh, den Schimmersteinstab von Gelmir haben wir jetzt auch. Ha. Super, hat sich ja gelohnt. Ein Stab mit geteilter Spitze besetzt mit roten Schimmersteinen verbessert Gelmir Magma-Zaubereien. Das Schlangenvolk wirkt Zaubereien nicht nur durch Weisheit, sondern auch durch Glauben. Glaube ich. So, und jetzt? Hä? Hä? Okay. Leute, das mag jetzt ein fieser, fieser Cliffhanger sein, aber der Part ist zu Ende und wenn ihr sehen wollt, was hinter dieser Nebelwand wartet, dann müsst ihr euch bis zum nächsten Part gedulden.
Aber ihr könnt ja schon mal gerne fleißig liken und kommentieren. Und dann freue ich mich natürlich umso mehr, euch begrüßen zu dürfen beim nächsten Mal. Ich ziehe mal ein paar Seelen rein hier. Geil. Wie viel habe ich gebraucht? 83, ne? So. Mal gucken. 83. 3000 noch. Sind das? Oh, okay. Okay. So, und damit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.